Friends, was geht und willkommen zu einer weiteren Channel News Folge auf unserem Kanal. Ja, lange ist es, ja, ich glaube schon lange, oder? 2-3 Wochen oder so ist es her, dass die letzte Channel News Folge gekommen ist. Ja, wie bereits gesagt, ich mache das ja immer so, wenn ich das fühle. Ich wollte schon letzte Woche eine machen, aber... Oder ich fahre wie der letzte Penis. Sword and Shield war ja so gesehen da im Weg, aber nichtsdestotrotz, Sword and Shield hat unseren Kanal mega gut getan und dann will ich jetzt auch direkt anknüpfen. Ich hoffe, meine Mario Kart Skills überzeugen Kapi. Ich kann überhaupt gar kein normales Mario Kart mehr fahren. Mario Kart Tour habe ich auch beiseite gelegt, aber ich kann Mario Kart gar nicht mehr fahren. Aber egal, so, Sword and Shield. Also, der Sword and Shield Release-Tag, das war ja an einem Freitag, an einem Wochenende, war übelst AIDS, wenn ich das so sagen darf. Wirklich übelst AIDS. Warum? Naja, der Release war halt um 0 Uhr. Ja, das heißt, so 0 Uhr 1, 0 Uhr 2 wurde das Spiel ungefähr freigeschaltet. Dann konnte ich das auch zocken. So, alles gut. Overlay war bereit. Ich habe ja, wie bereits gesagt, mehrere Overlays gemacht. Ich habe mehrere Intros, mehrere Outros gemacht. Ich habe mehrere Szenen versucht und... Also gefühlt wirklich, so viel Mühe habe ich mir für ein Projekt noch nie in meinem Leben gegeben. Und ich habe auch noch nie in meinem Leben so viele Intros wie bei Sword and Shield gemacht. Das ist crazy. Ich habe wirklich 7 Intros gemacht. 7. Und habe mich dann doch für das allererste entschieden. Auch wenn das dann ein bisschen mehr ist, war dann das Beste, meiner Meinung nach, von den anderen. Ja, vom Overlay, also von den Overlays her hatte ich, glaube ich, 2 oder 3 und dann habe ich mich für das entschieden, für dieses Minimalist, das habe ich dann im Stream gemacht, bla bla bla. Thumbnail hatte ich einige, Logos hatte ich einige, aber egal, whatever. Auf jeden Fall habe ich mir für dieses Projekt mega viel Sachen ausgedacht und im Endeffekt bin ich zufrieden mit dem, was ich dann doch gepickt habe. Aber warum ich Probleme hatte, was ich ansprechen wollte, ist halt einfach... Release-Tag war da, bam, alles war bereit, Overlay war, OBS war bereit, Aufnahme war bereit, Mic war bereit, alles war gut, Spiel hat man gesehen, dies, das, bla bla bla. Und ja, dann nehme ich auf und bin so gesehen dann schon im Schlummerwald. Das ist ja schon, denke ich mal, eine Stunde oder anderthalb Stunden, sagen wir eine Stunde im Game selbst und bemerke einfach, oh, cool, OBS... hatte keinen Sound aufgenommen, weil ich außersehen noch, weil ich was getestet hatte, ich glaube den Tag davor, einen falschen Soundkanal gegeben habe. Also was das heißt, ist einfach, ja, es war eine andere Soundaufnahme, anstatt von der Capture Card. Cool, das heißt, ich konnte nochmal alles löschen, mein Speicher löschen, musste ich dann nochmal googeln, dies, das, bla bla bla. Dann nochmal von vorne anfangen. Wie gesagt, das hat mich ja schon eine Stunde gekostet, das war AIDS. Und dann, genau dann, da bin ich ready und so, Sound alles eingestellt, getestet, alles läuft. Und dann will ich starten und auf einmal zeigt mir meine Capture Card schwarzes Bild an. Cool. Und ich denke mir, what the fuck? Pull dann erstmal die ganzen HDMI-Kabels, bla bla bla, pull die raus, zieh die rein, wieder rein, raus, nichts passiert. Dauerhaft schwarzer Bildschirm bzw. No Signal kommt dann. Und ich denke mir, what the fuck, jetzt kann nicht sein, dass meine Capture Card auf einmal gestorben ist. OBS neu gestartet, hat nichts gebracht. Rechner neu gestartet, hat nichts gebracht. Dann, als ob das noch nicht genug wäre, dann auf einmal hatte ich Bild, weshalb auch immer. Ich bin eben nur auf Klo gegangen, ne, weil ich pissen musste und wollte mir dann auch zeitgleich überlegen, an was kann es liegen. Dann komme ich wieder, auf einmal hatte ich Bild und ich denke mir, cool, geil. Ja, dann schiebe ich mir alles so zurecht, die Aufnahme perfekt. Und dann schmiert das Programm ab für die Capture Card. Schließt sich einfach. Cool. Ja, geil. Dann versuche ich es zu öffnen. Und das Programm öffnet sich nicht einfach. Es bleibt die ganze Zeit in diesem Start-Screen, wo man halt das Logo sieht, hängen. Es öffnet sich nicht. Juckt nicht. Und ich denke mir, ja, cool. Geil. Kann hier nicht besser laufen. Es ist schon gefühlt 2 oder halb 3 oder was weiß ich. Geil. Irgendwann habe ich das Problem gelöst. Und ja, dann habe ich alles aufgenommen und dann habe ich die Videos gerendert, hochgeladen, bla bla bla. Und dann waren es halt insgesamt 7 Stunden, dann war ich dann ungefähr so um 7 oder 8 fertig. Ja, Schlafrhythmus war dann auf jeden Fall Rest in Peace. Aber ja, mega holpriger Start, sagen wir es so. Und dann habe ich halt immer wieder 2 Folgen gedroppt und hatte halt dieses Produzierungsgefühl, dass ich am Fließband arbeiten würde, ne? Kennt man ja aus YouTube an sich.
Was aber nicht schlimm war, hat mir mega gut getan, mega gut. Und ja, dann lief an sich alles reibungsfrei, seitdem würde ich mal sagen. Ich will es jetzt nicht jinxen, ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor. Ja, das ist an sich mega gut. Sword and Shield kam auch mega gut auf unserem Channel an. Ich weiß jetzt nicht, ob, sag ich mal, weil wir seit Pagen jetzt wieder keine Wachstumsanzeige haben. Wir wachsen nicht mehr, wir stagnieren wieder. Vielleicht liegt es wieder an YouTube, weil meine Videos waren am Anfang mega gut geklickt und es wurde geliked, bla bla bla. Und dann denkt sich ja YouTube immer, oh, ein Video wird mega gut geguckt und geliked. Ey, das ranken wir mal höher, das empfehlen wir mal Leuten. Und das ist, wie das bei einem normalen Let's Player Standard ist, dann geht's mit Folge pro Folge immer weiter runter mit den Klicks und Likes. Und dann denkt sich YouTube, ha, der macht nicht mehr so viele Aufrufe. Ja, dann ranken wir den mal runter, weil es ist ziemlich unwichtig. Dann ist es ja nur Spam oder so. Wahrscheinlich deswegen werden wir dann auch nicht mehr, sag ich mal, bei anderen empfohlen oder allgemein irgendwo im Algorithmus aufgenommen und stagnieren jetzt. Was jetzt nicht so schlimm ist, ich hätte wie gesagt gerne noch die 500 von Neujahr geknackt. Uns bleiben ja so gesehen jetzt noch über einen Monat, ja, über einen Monat, sagen wir einfach einen Monat abgerundet. Ein Monat bleibt uns noch, ich hoffe es, sind ja immerhin, in Anführungszeichen, nur 31 Subs, das wäre auf jeden Fall sick. Aber solltet ihr das sehen, hören, bitte keine Second Account oder einen dritten Account oder so machen, bringt mir nichts, wenn ich tote Subs habe, das will ich vermeiden. Ich will halt wirklich Subs haben, die auch meinen Content feiern, die mich feiern. Ja, aber das dazu. Aber im Großen und Ganzen bin ich mega zufrieden. Wir haben aktive Streams, die Videos wurden aktiv geschaut. Ich weiß jetzt nicht, ob sie immer noch von denselben Personen aktiv geschaut werden. Muss ich da mal schauen. Wäre cool, wenn ich mal in den Kommentaren erfahren würde, wer das aktiv noch schaut und so. Wäre sick. Aber damit rechne ich halt nicht. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber damit rechne ich nicht. Ich kenne ja meinen Kanal mittlerweile schon und meine Zuschauer, sag ich mal. Von daher, alles gut. Alles gut. Ja, Streams sind auf jeden Fall noch sehr viele geplant mit Sword and Shield. Streams auch, bla bla bla. Habe ich Streams und Streams gesagt? Egal. Und Sword and Shield ist auf jeden Fall noch eine Menge geplant. So. Dann kommen wir auch zur nächsten Sache. Und zwar ist es... Es ist, sagen wir mal, das neue Jahr 2020, sagen wir es mal so. 2020 ist Pixelmon geplant. Wieder, ja, ihr habt richtig gehört, Pixelmon. Ich muss aber gucken, ich kann nicht versprechen, ob das zu 100% kommt. Denn, ich muss nämlich gucken, ob ich irgendeine Person finde, die uns einen Server stellt. Ihr kennt ja das Problem, wenn ihr Pixelmon hier mal geschaut habt, vor einem Jahr oder so. Die haben uns ja den Server abgedreht, weil wir zu klein waren. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Problem immer noch besteht. Höchstwahrscheinlich, ne? Höchstwahrscheinlich, die gehen ja nur nach Subs. Und wir sind halt einfach non-existent, von daher. Wo sind die Autos hier, Lul? Achso, da hinten. Okay. Ja, da müssen wir gucken. Wenn wir einen Server kriegen sollten, dann werde ich das als Stream-Projekt machen. Das heißt, ich werde es vorher ankündigen. Dann werden wir das höchstwahrscheinlich immer am Wochenende streamen. Damit alle da auch können oder so. Oder vielleicht unter der Woche, wenn die Leute sagen, ist auch gar kein Problem, irgendwie ab 18 Uhr, 19 Uhr für ein, zwei Stunden oder so. Und am Wochenende dann ein bisschen länger. Können wir auf jeden Fall gerne machen. Habe ich an sich wirklich Bock drauf, Pixelmon wieder zu zocken. Das wird dann neuer kommen. Aber nur, wenn wir einen Server kriegen. Wenn nicht, dann glaube ich, kommt Pixelmon nicht. Weil ich habe keinen Bock auf ein Solo-Projekt, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich gerade überhaupt gar keinen Bock. Denn, Fun Fact, ich suche jetzt, obwohl ich das eigentlich nicht mehr machen wollte, ich suche tatsächlich ein, zwei Leute, mit denen ich so gesehen ein Pokémon-Projekt starten kann oder allgemein ein Duo-Projekt auf unserem Kanal, also Nintendo bezogen oder halt Pokémon. Pokémon wäre am besten, aber aktuell sage ich es mal so, es gibt einfach keine gescheite Person, wo ich sagen kann, boah, mit der würde ich harmonieren oder die überhaupt mit mir was aufnehmen würde, weil... Mein Commentary-Stil, sag ich mal, ist schon gewöhnungsbedürftig, ist auch nicht 0815, ist halt mal was anderes, was Frisches. Und ich mache auch dann, sag ich mal, andere Regeln. Also ich mache ja auch zum Beispiel Random Abilities von den Mons, nimm hier und da ein paar extra Regeln hinzu, weil ich feiere das, was, sag ich mal, die englischen Poketuber machen.
mit ihren Regeln, wie zum Beispiel bei der Soul Link, Geschlechter, ne, männlich, weiblich, nicht der gleiche Main-Typ, bla bla bla, und die machen auch Random-Passiven und so, und das finde ich halt einfach viel geiler, es macht auch viel mehr Spaß, und ich habe auch an sich Feedback von euch bekommen, dass Random-Passiven viel geiler sind, und Max-IVs macht tatsächlich keiner, wirklich keiner, richtig selten machen das Leute, auch im englischen Bereich, aber ich mache es einfach, weil es mir gefällt, und es gibt halt, sag ich mal, einfach keine passende Person, die dazu bereit wäre, Random Abilities mitzunehmen, was ich nicht verstehe in einer Randomizer. Oder die Mons der Arena-Leiter komplett stark zu machen, da Doppelkämpfe reinzuballern, so eine Art, wie so ein ROM-Hack, was wir davor auch hatten, ne? Meine Alpha-ROM-Hack. Keine Ahnung. Ich bin auch bereit, Kompromisse einzugehen, aber um halt, sag ich mal, es für euch spannender zu machen, witziger zu machen und vor allem, damit es schwerer für uns wird, finde ich halt so Random Abilities und Doppelkämpfe und so viel geiler. Ich meine, es können auch Einzelkämpfe sein, aber da müssen die Mons wirklich strong gemacht werden, manuell. Ja, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und da gibt es halt aktuell keine Person, wo ich sagen würde, mit der will ich unbedingt was machen oder dies, das, bla bla bla. Oder sie passt halt einfach typisch, kann man das sagen, Deutsch? Ja, vom Typen her nicht zu mir, sagen wir es so. Da denke ich, Bruder, das wird nie im Leben was, deswegen lass es einfach. Ja, das dazu. Dann habe ich vielleicht sogar Bad News, wenn ihr bis hierhin immer noch schaut. Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen, wie viele von euch schauen die Channel News eigentlich bis zum Ende? Würde mich echt mal interessieren. Ehrlich, das interessiert mich echt mal. Und jetzt habe ich vielleicht Bad News. Und zwar, ich will es nicht jinxen, aber es kann sein, dass eine Chance besteht im Neujahr, dass ich meine Switch verliere. Also es ist im Allgemeinen nicht meine Switch, sagen wir es so. Aber sie gehört irgendwie auch mir. Keine Ahnung, ist schwer zu erklären. Und es kann sein, dass ich sie im Neujahr verliere, nicht weil ich Schulden habe oder was weiß ich, daran liegt es gar nicht oder wegen irgendetwas. Nein, an sich alles gut. Kann aber sein, dass ich die verliere. Ja, sollte es der Fall sein, kommen halt keine Switch-related Stuff, ne? Also kein Pokémon Sword and Shield, keine Switch-Games, bla bla bla. Auch keine PlayStation-Games mehr. Ja, das ist, sag ich mal, ein bisschen sad life so. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen, Digga? Was soll ich machen? So, Leben hat mit mir noch nie Blumen gepflückt, ne? Ist mit mir noch nie Blumen pflücken gegangen, sagen wir es so. Ist aber auch nicht schlimm. Whatever, machen wir halt 3DS, DS und Game Boy Advance Games oder was weiß ich weiter und Wii U Games. Ist halt schade jetzt für Sword and Shield, sollte dieses Worst Case auftreten. Whatever, war eine gute Zeit, dann sagen wir es so. Ja, das wollte ich an sich nicht ansprechen, aber ich dachte mir, komm, fuck it, ich sag euch einfach die Wahrheit, wie es ist. Und sollte es so sein, dann ist halt vielleicht nur ein kleiner Teil überrascht. Die Leute, die Channel News nicht gucken oder nicht bis zum Ende schauen. Was noch? Was noch? Genau. Persönlichen Stuff könnte ich mal ansprechen. Und zwar, persönlicher Stuff ist halt, seitdem Sword and Shield released worden ist, bringe ich ja immer die Videos, also das, die allererste Folge war ja in 1440p, klar, und die restlichen in 1080. Und ich habe ja normalerweise immer in 720 released, Let's Play Folgen, den Rest immer in 1080p oder in 1440p, bla bla bla. Und zwar, da ich auch in Sword and Shield Editing richtiges, krankes, also was heißt krankes, richtig gutes Editing, würde ich mal sagen, reinballer, habe ich halt bemerkt so, dass dieses Oldschool-Let's Play mit diesen modernen Edits richtig gut harmoniert, aber tatsächlich, weil es nicht so viele Edits gibt und es ist auch keine Montage oder so, es ist halt ein Let's Play, wo jeden Tag eine Folge kommt, wird es halt relativ schnell trocken, weil es immer die gleichen Edits sind und so gesehen die gleichen Memes und so. Das ist halt ein bisschen mau, deswegen waren jetzt auch die Edits in den letzten Folgen nicht so krass wie in den ersten paar Folgen oder auch Memes waren nicht wirklich drin und was weiß nicht alles. Es lag jetzt auch, wie gesagt, einfach daran, dass es halt so ein bisschen trocken geworden ist von den Edits, weil es halt ein Let's Play ist und das täglich kommt und so. Und das lag auch einfach daran, dass ich halt vorproduzieren muss. 11 Videos muss ich vorproduzieren und habe das jetzt an sich auch geschafft. Morgen, ne, also morgen ist, heißt für euch Montag, für mich ist morgen, wenn ich das jetzt aufnehme, Donnerstag.
Da werde ich dann die entweder die letzte Folge Pokémon aufnehmen oder zwei wieder. Und eventuell noch ein Masters-Videos. Dann habe ich insgesamt 13 Videos gemacht anstatt 11. Und ja, ich habe tatsächlich 11 Videos in 2 Tagen dann vorproduziert. Komplett aufgenommen, editiert, gerendert, hochgeladen, Thumbnail etc. pp. Ich weiß, ich bin ein Tier, das braucht ihr mir nicht sagen. Und ich bin mir sicher, das ist World Record auf YouTube, Kappa. Nein, das ist aber auf jeden Fall riesenkrass. Und ich finde tatsächlich, da kann ich mir mega auf die Schulter klopfen. Also Eigenlob stinkt, aber ich finde tatsächlich, das ist einfach nur geistesgestört von mir. Also, oder Meisterleistung hoch 50 und Eigenlob stinkt, aber es ist halt einfach so. Was soll ich sagen? Ja, aber das hat mir halt wirklich gezeigt, dass Editing mit Oldschool Let's Play gut harmoniert, aber nicht zu krass. Aber es funktioniert auf jeden Fall, es kommt auch bei euch gut an. Nur muss ich da irgendwie so einen Weg finden, wie ich das Ganze über mehrere Folgen attraktiv gestalten kann. Das mag jetzt vielleicht nicht an den Edits liegen, dass pro Folge immer weniger Klicks kommen und so. Das war, ist ja auch bei anderen Let's Plays so, ist bei jedem Kanal so. Es ist halt normal, es sind halt Let's Plays. Die meisten Leute sind halt hyped. Oh, ein neues Projekt, so, ne? Das feiere ich mega, Alter. 2 Folgen oder 3 Folgen und dann so. Nee, das Video gebe ich mir doch heute nicht. Habe ich nicht so Lust drauf. Und wisst ihr, was ich meine? Ich will niemanden fronten oder so. Ist auch vollkommen normal, verstehe ich. Und ja, dann sind so gesehen die Zuschauer halt wieder weg. Aber es gibt halt immer wieder Zuschauer. Und da muss ich mich echt mal wirklich mega bedanken für. Sind die, die sich jede Serie, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob es immer die gleichen sind, aber jedes Let's Play hat immer, sag ich mal, stabile 10 Views. Ich würde mal 10 sagen. Stabile 10 Views auf jeder Folge. Zweimal nur 1 oder 2 Likes, dann sag ich mal gegen Ende hingegen. Ich will jetzt nicht likegeil klingen, aber ich meine das Verhältnis an sich, ne, wenn man die ersten Folgen schaut und dann so zum Endgame geht, wo dann 10, 20 Folgen oder so drauf sind, ist es auch vollkommen normal, weil es gucken auch mehr Leute, bla 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 etc. pp. Aber trotzdem will ich mal, sag ich mal, einen Riesendank an diese 10 Leute aussprechen, die sich das von Anfang an reinziehen. Es können auch mehr sein, ne? Aber ich gehe jetzt mal von 10 aus, weil 10 ist eigentlich so dieser Mittelmaß, sag ich mal, aktuell auf unserem Kanal, wo sich Leute wirklich von Anfang bis Ende was reinziehen. Es ist, denke ich, auch immer projektabhängig, wie zum Beispiel Everoasis. Das waren eher so 1 bis 2, vielleicht 3 Leute, die sich das von Anfang bis Ende reingezogen haben. Aber das war mir auch scheißegal. Und ich habe es halt gebracht, weil ich Bock drauf hatte. Nur das Ende war halt, hat sich gezogen. Anderes Thema. Anderes Thema. Trotzdem, vielen Dank an die Leute, die meine Projekte aktiv schauen von Anfang bis Ende. Weiß ich wirklich mega zu schätzen. Weiß ich wirklich mega zu schätzen, weil Ich könnte sowas, wenn ich ehrlich bin, nicht. Wenn ich offen und ehrlich bin. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich eh gar keine Zeit habe dafür. Aber wenn ich es könnte, ich glaube, ich würde auch nicht ein Let's Play von Anfang bis Ende reinziehen, wenn ich ehrlich bin. Aber jede Person ist anders. Und deswegen bin ich da an sich mega dankbar für. Oh, die Banane auf Doom gegen Wario, Alter. Ja, ansonsten, was gibt's noch anzusprechen? Ah, genau, eine Sache kann ich euch noch sagen. Das ist jetzt mega zu spät an sich, aber whatever, fiel mir jetzt so spontan ein. Natürlich, Alter, geiler Twomp. Natürlich, Alter, Twomp it in, man. Und zwar habe ich vor, sollte Pixelmon, wie gesagt, scheitern, weil es wegen dem Server scheitert, habe ich vor, denke ich, Feuergrün zu Let's Playen, sag ich mal, als neue Series. Und zwar wird es eine Special Series. Es wird nicht eine normale Nuzlocke, weil wir brauchen die Revenge Mensch auf Blattgrün, falls ihr euch daran erinnert. Also erinnern könnt, es waren nur insgesamt nur 5 Folgen. Dann sind wir leider gestorben. Unlucky, an Kackenmons, Kackattacken und nichts mehr zum Heilen. Ja, die Feuerrot wird aber keine normale Nuzlocke, wie eben gerade angesprochen. Das wird eine Mono-Egg-Lock. Also so gesehen 2 Locks in einem. Und ich weiß, ich bin einfach krank, Alter, was ich da mache. Irgendwann mache ich noch irgendwie die Super Saiyajin Lock und gehe dann mit einem Mon durch oder so. Naja, okay, das wäre ein bisschen broken. Ich glaube, das würde keiner schaffen. Aber ja, Mono Egg Lock ist einfach nur, das Mono steht für Monotype. Das heißt, wir suchen uns einen Typ raus
als Beispiel jetzt Geist oder Psycho, weil die Pokémon können halt so gesehen die meiste Overall-Attacken lernen, so Coverage-mäßig, die können fast alles. Ne? Dann suchen wir uns einen Geisttyp raus, bilden uns einen Geisttyp von 6 Mon und Egg-Lock halt Mono-Egg. Das heißt, ihr sendet mir vorher die Eggs. Dann müssen die natürlich auch in der Region sein von Blattgrün und Fire Red. Ich glaube, erste bis vierte Gen oder so war das, ne? Ja. Und vorher entscheiden wir uns halt für was, ne? Für welchen Typ. Und dann sendet mir Eggs. Es können auch doppelte sein, bla bla bla. Von den Typen. Und dann machen wir eine Mono-Egg-Lock. Also zwei Locks in einem, beziehungsweise sogar drei Locks. Mono-Lock, Egg-Lock und Nuzlocke. Aber egal, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Darauf habe ich auf jeden Fall Riesenbock. Und dann auf Feuergrün-Basis. Das wird Revenge-Mensch sein Vater. Und das ist so gesehen der Backup für Pixelmon. Ja, mehr gibt es aber an sich nicht zu sagen. Aktuell ist auch nicht mehr geplant. Wie gesagt, Sword and Shield werden wir jetzt erstmal noch durchhasseln. Ich hoffe, Neujahr tritt nicht Worst Case ein. Ich hoffe es nicht, aber wenn es so sein sollte, was dagegen kann ich nichts machen. Es tut mir auf jeden Fall dann mega leid, aber wie bereits gesagt, das Leben schenkt mir keine Rosen. Ich bin mir sicher, es geht anderen Leuten auch so da draußen, ne? Deswegen, stay strong, brother. Alles wird gut. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo wir die Herrscher sind, so gesehen, ne? Klingt irgendwie jetzt ein bisschen Sadomaso-mäßig, aber ihr wisst, was ich meine. Wo wir scheinen, wo dann bei uns läuft. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dieses Mal etwas wieder länger, viel Input etc. pp. Ich hoffe, das war trotzdem nicht zu wirr, weil ich habe diesmal keine Stichpunkte gemacht oder so. Das war Freestyle. Und ich hoffe, ich habe mich im Freestyle-Reden verbessert. Ich hoffe es. Ich glaube aber ja. Gut, Daumen nach oben, wenn die Folge gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen möchtet. Vor allem Sword and Shield Streams, Kämpfe, bla bla bla. Pixelmon Neujahr. Ansonsten Feuergrün als Backup, habe ich ja gesagt. Bla bla bla. Und ich bin immer noch weiter auf der Suche nach einem Koop-Partner für Pokémon, ne? Soul Link, Cage Lock, Rival Lock versus Speedrun. Egal, whatever. Ihr wisst, was ich meine. Also, wir sehen uns dann einfach im nächsten. Macht's gut, ich bin raus. Peace.